Wir kommen heute zu einem neuen Video, diesmal aus Diablo 3. Eigentlich hatte ich vor, mit euch zusammen, das erste Setportal, was ich mache, ist der vom Feuervogel, also Portal der Pracht des Feuervogels, ein Setportal der Zauberin. Jetzt habe ich nur leider gerade die Aufzeichnung nicht vorher gestartet, so dass ich euch sozusagen das Ganze jetzt rückwärts erzähle. Also ich werde euch jetzt nicht mitnehmen, wie ich durch das Portal kämpfe, sondern ich werde euch dann bloß kurz zeigen, mit welcher Ausrüstung ich reingegangen bin, wie ich das normal angestellt habe und starte jetzt sozusagen einfach vom Ende her. Und zwar ist das jetzt gerade eben habe ich den Erfolg errungen, eben nicht nur das Setportal zu schaffen, sondern auch tatsächlich hier die Errungenschaft zu bekommen, also dass ich tatsächlich das Portal jetzt gemeistert habe, gerade eben vor wenigen Minuten. Und ja, was habe ich dazu verwendet? Einmal das Zepter des wahnsinnigen Monarchen, womit ich noch diese Gift-Nova freisetze, wenn ich jeweils 10 Gegner getötet habe. Dann die illusorischen Stiefel, damit ich mich ungehindert durch Gegner bewegen kann. Auch wenn ich mich durch die normalen Kriecher, die dort in der Eishöhle sind, immer bewegen kann, ist es manchmal auch wichtig, dass ich mich halt auch durch die größeren dort durchbewege, wenn die in einem größeren Bulk auftreten. Und dann noch dazu den Ring, mit dem ich mir noch ein bisschen Leben aus den Gegnern saugen kann. Also statt meiner normalen Ausrüstung, wo ich normalerweise den Zauberstab verwende und 787 Schaden habe, habe ich einen schwächeren Zauberstab verwendet, weil das war das Einzige, was ich dann nachgeschaut habe, weil ich mich immer gewundert habe, warum die 20 Gegner letztlich nicht aktiviert werden. Und also das mit dem Inbrandsetzen nicht funktioniert. Das wird voraussichtlich mit dem Patch auf 2.4.1 dann um einiges leichter werden, weil es dann nicht mehr darum geht, dass die in Brand gesetzt werden müssen, sondern dann gilt es auch, wenn die in Brand gesetzt werden und oder sterben. Und deswegen war das die hilfreiche Information zu wissen, okay, das ist kein Fehler, sondern wenn die zu schnell sterben, dann gilt es eben nicht als in Brand gesetzt. Also deswegen soweit den verminderten Schaden. Als weiteres habe ich hier noch eine legendäre Quelle, mit der ich einen weiteren Arkanverbraucher, sozusagen eine weitere Fähigkeit auslöse, in dem Moment, wenn ich zum Beispiel Arkanflut nutze. Und das sieht dann so aus, da ich ja hier letztlich nur die Teleportation, Eisrüstung und den Vertrauten habe, den ich dort verwendet habe, ist dann einfach nur die Druckwelle, die immer wieder ausgelöst wird, die natürlich dann sehr dabei hilft, letztlich diese Gegner in Brand zu stecken. Und hier jetzt noch zur unterkühlenden Aura habe ich zusätzlich hier noch den legendären Ring, damit die Eisrüstung, damit die tatsächlich in dem Moment, wo ich Schaden erleide, automatisch die Gegner einfriert, weil dort eine Frostnova ausgelöst wird. Und da ist dann noch der Gogok der Schnelligkeit drin, auf Stufe 29 aktuell, womit ich dann auch noch ein bisschen schneller kämpfen kann. Sonst eben klar die Ausrüstung des Feuervogels mit den verschiedenen Effekten, der Meteor, der mich dann letztlich wiederbelebt. Und die Steigerung vom Schaden, wenn andere Gegner brennen, beziehungsweise dass die dann eben auch zu Tode brennen. Da ist allerdings noch wichtig zu beachten, was ich sehr in der Zeit festgestellt habe, wo ich versucht habe, jetzt das Portal zu machen. Wenn ich mich zu weit von einem brennenden Gegner entferne, dann geht dieses Feuer wieder aus und dann verbrennt er eben nicht komplett. Deswegen darf ich mich nicht zu weit entfernen. Also teilweise so ein Teleportersprung funktioniert. In dem Moment, wo ich mich darüber hinaus entferne, sind die dann wieder ausgewiesen und sind dann eben am Leben geblieben. Und ja, soweit. Ich schaue jetzt noch mal rein, um euch da noch kurz zu zeigen. So, einmal die Eisrüstung eben, damit die entsprechend einfrieren, sobald ich zu viel Schaden erleide, eben wie gesagt 10%. Wichtig ist auch, dass ich die ohne Begleiter mache,
Das heißt, weil der Begleiter hat am Anfang immer dafür gesorgt, der ist halt an einer anderen Stelle stehen geblieben und hat ein paar von diesen Gegnern auf sich gezogen. Und dann waren die nicht um mich herum. Habt ihr das gesehen? Und dann funktioniert zum Beispiel sowas. Also jetzt habe ich mit der kleinen Horde, die wahrscheinlich nur knapp über 20 hatte, schon diese 21er fertig gemacht. Und das war halt sonst eigentlich umständlicher. Und ihr seht jetzt hier, der ist jetzt gerade schon verbrannt, nachdem er oben dieses Symbol hatte, das eben nicht nur allgemein brennt, sondern das tatsächlich auch... Damit habt auch, ihr nicht gerechnet, oder? Also hier nochmal, also ihr seht hier, die brennt zwar schon, also es sind Feuerflammen über, um sie herum, aber die gehen mit der Zeit wieder aus. Erst wenn hier diese spezielle Flamme angezeigt wird, dann würden sie jetzt bis zum Tode brennen, vorausgesetzt ich entferne mich eben nicht zu weit, weil wenn ich jetzt euch zeige, hier, ich bin jetzt ziemlich weit weggelaufen und okay, die sind jetzt schnell genug hinterhergekommen. Jetzt probiere ich es nochmal in die andere Richtung. Genau, jetzt sind die beiden Flammen zwar ausgegangen, also hier ist der Bonus verschwunden, aber ihr seht, die sind noch am Leben. Das heißt also, wenn ihr euch zu weit entfernt, dann, ja, dann verbrennen die halt nicht. Und dann wäre es ziemlich schlecht, wenn ihr am Ende feststellt, dass noch ein paar Gegner fehlen, die ihr nicht erwischt habt. Und dann ja, letztlich das Portal nicht innerhalb der, der 4,5 Minuten, die ihr dafür maximal benutzen dürft, um es als Meisterschaft abzuschließen. Ja, das mit dem Meteor ist... je nachdem, wenn ich einen guten Start habe, noch nicht bereit. Dann klappt es normalerweise, dass ich das innerhalb, entweder hier am Anfang oder die zweite gute Stelle ist hier unten. Ah, ihr seht schon, also es sind ganz, ganz viele da. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal sterbe, sollte es eigentlich ganz gut passen, halt dass mich. Dann diese... So. Das Einzige, was ihr dann aufpassen müsst, sobald es geklappt hat, dass ihr nicht von weiteren... Effekten. Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Und hier ist es dann wieder sinnvoll, wenn ihr einen großen Teil von solchen großen Gegnern habt, dass eben ein Goldener in der Nähe ist, dass der brennt und dann kriegt man die auch ziemlich schnell klein. Das wird sich, wie gesagt, mit dem Patch auf 241 etwas ändern, weil sich da eben dann nicht mehr so wichtig ist. Dann könnt ihr auch mit einer stärkeren Waffe, die ich halt jetzt eben abgelegt habe, hier drin wüten. Also soweit meine Tipps für das Portal der Pracht des Feuervogels. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg, auch sozusagen die Meisterschaft zu schaffen. Bei mir sind es vorhin irgendwie so 5 bis 10 Sekunden gewesen, die noch übrig waren, als ich den letzten Gegner erfolgreich erledigt habe. Und ja, also viel Spaß beim Ausprobieren und Abschließen der Errungenschaft Herrschaft des Feuers, auch für die ja, Meisterschaft des Portals. Tschüss!